Hallo und herzlich willkommen zum Zukunftsmacher-Podcast, zur heutigen Folge live aus Israel. Nein, ist ein Spaß, stimmt natürlich nicht. Aber ich möchte mit euch heute tatsächlich über die Zukunftsmacher in Israel sprechen, weil ich war in der letzten Woche in Israel, in Tel Aviv. So sieht Tel Aviv aus, wer schon mal da war, erinnert sich wahrscheinlich. Und ich habe die Zukunftsmacher, jedenfalls 25 Zukunftsmacher in Tel Aviv besucht. Mit einer Gruppe von deutschen Managern aus unterschiedlichsten Unternehmen waren wir eine Woche da und haben 25 Startups besucht. Und zwar die, die weltweit gerade die Entwicklung der Technologie in bestimmten Bereichen treiben. Und in der Tat, Tel Aviv gilt im Augenblick so ein bisschen als die, wie soll ich das sagen, die Foodtech Hauptstadt der Welt. Also dort entwickelt sich der Bereich des Essens und des Essens der Zukunft am schnellsten in der Welt im Augenblick fort. Da werden Startups gegründet, da wird in Startups investiert, da werden Technologien gebaut. Und genau das war auch der Schwerpunkt, das Schwerpunktthema meiner Reise nach Tel Aviv. Und deshalb handelt es sich in dem heutigen Blogpost so ein bisschen um das Thema die Zukunft des Essens. Also Zukunftsmacher in Tel Aviv. Was sagen die über die Zukunft des Essens, die Zukunft der Ernährung? Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, wie das so ist, wenn man auf Reise war, ja, bringt man ein paar Bilder mit. Und ich möchte euch durch die Bilder führen und erklären, was ich da erlebt habe und was das für uns heißt, für die Zukunft unseres Essens, für die Zukunft unserer Ernährung und so weiter. Fangen wir mal mit dieser jungen Frau an. Womöglich kennt ihr sie oder habt schon mal ein Bild von ihr gesehen, jedenfalls wenn ihr einige der anderen Blogs von mir gesehen habt, weil über sie habe ich schon öfter mal geredet. Sie heißt Racheli Wiesmann und ist die Gründerin eines Startups, das heißt Savor Eat. In dieses Startup, deshalb habe ich da schon öfter drüber geredet, habe ich investiert. Und zwar jetzt nicht ganz frisch, sondern vor zweieinhalb Jahren, als ich das letzte Mal in Tel Aviv war. Da habe ich sie nämlich im Keller der Universität, damals der Landwirtschaftsfakultät an der Universität in Tel Aviv getroffen und da hat sie mir eine Maschine gezeigt, die sah ganz, ach das war naja, so ein Riesending, wie das halt in Werkstätten so ist, ja, ein bisschen Öl verschmiert mit einem riesenroten Knopf drauf, wo man draufhauen konnte, wenn irgendwas schief geht. Das war der riesengroße Ausknopf sozusagen, ja. Und sie präsentierte mir diese Maschine und sagte voller Stolz, das ist ein Fleischdrucker. Das ist ein 3D-Drucker, der Fleisch druckt. Und ich dachte mir, naja, also kaufen würde ich dieses Ding nicht. Aber wenn das Ding tatsächlich Fleisch druckt, dann ist das womöglich das erste Gerät, was das erfüllt, was bei uns in unseren Zukunftsstudien steht, nämlich, dass in der Zukunft Nahrungsmittel, nicht nur Fleisch, aber eben auch Fleisch, individuell hergestellt werden in der Situation, wo sie sozusagen gerade konsumiert werden. Und individuell herstellen heißt nicht nur, dass da irgendwie Fleisch entsteht, sondern dass da die Stoffe, die Vitamine, die Bakterienkulturen, die bei mir im Körper gerade vermisst werden, also die gerade nicht da sind, weswegen ich vielleicht gerade ein bisschen krank werde, dass diese Stoffe da gleich mit reingedruckt werden, also Medical Food heißt das in unseren Studien. Und dann habe ich diese Maschine gesehen, dieses Riesenmonster, dieses Ungetüm und dachte mir, wenn das stimmt, was die sagt, dann ist das zum ersten Mal, dann ist das die erste Maschine der Welt, die das kann, was bei uns in unseren Prognosen, in unseren Studien eh drinsteht. Das war der Grund, warum ich damals investiert habe. Und in der Tat, es hat 18 Monate gedauert, also anderthalb Jahre, da ist dieses Startups, also seit Gründung 18 Monate, das war im Dezember 2020, ist dieses Startup Savor Eat an die Börse gegangen in Tel Aviv. Also der Börsengang innerhalb von 18 Monaten, das ist schneller, ich weiß gar nicht, also vielleicht in der New Economy Blase, so Anfang des Jahrhunderts ist es vielleicht noch schneller gegangen, aber ich habe es noch nie schneller erlebt, einen Börsengang. Warum ist der Börsengang so schnell gewesen? Naja, weil da so viel Geld unterwegs ist, weil das Interesse der Investoren weltweit an dieser Technologie so groß ist und nicht nur an dieser, sondern generell an allen Foodtech-Technologien. Und warum ist das so? Der Grund ist ganz einfach. Der Grund ist, wir wissen aus unseren Prognosen und nicht nur die Zukunftsforscher, sondern auch die UNO und jeder, den es in der Welt interessiert, wir wissen, dass wir auf dieser Welt in den nächsten Jahrzehnten, also so um 2040 herum, 10 Milliarden Menschen haben werden. 10 Milliarden. Das sind nochmal 3 Milliarden mehr, als wir heute haben.
Und gleichzeitig haben wir wachsende Mittelschichten in Asien und in Afrika. Also kurz gesagt, da diese Menschen, die, das sind dann keine, früher haben wir Entwicklungsländer gesagt, heute sagen wir der globale Süden, das sind die nicht mehr, sondern sie streben sozusagen einen westlichen Lebensstandard an. Kurz gesagt, die wollen ähnlich essen wie wir. Das heißt, wir brauchen viel zu essen auf dieser Welt. Wir brauchen viel Nahrungsmittel. Und diese vielen Nahrungsmittel, die können wir nicht natürlich auf biologische Art und Weise herstellen. Das geben die Ressourcen der Erde einfach nicht her. Also der Blick oder der Weg zum Biobauern ist in Deutschland ein sehr beliebter, ja, und auch sehr schön, weil es uns sehr, sehr gut geht. Aber der Gedanke, dass wir die komplette Welt, 10 Milliarden Menschen, auf, sozusagen durch Biobauerntum ernähren könnten, ist einfach Quatsch. Es geht einfach nicht. Das heißt, wir werden, also warum geht es nicht? Die habe ich gerade gesagt, die Ressourcen reichen nicht aus. Im Gegenteil, wenn wir das mit dem Fleisch machen wollten für 10 Milliarden Menschen, dann würde das Klima, ich meine, das Klima hat heute schon Probleme, aber das würde schon an dem Methan, was aus diesen Wiederkäuermägen der Kühe, die wir dann bräuchten, ganz viele Kühe, ja, dieses Methan, was da aus diesen Wiederkäuermägen herauskommt, das würde das Ozon komplett kaputt machen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir werden für 10 Milliarden Menschen Nahrung nicht natürlich biologisch produzieren können. Das ist der Grund, warum im Augenblick so eine dynamische Entwicklung im sogenannten Food-Tech-Bereich ist. Was bedeutet Food-Tech-Bereich? Der Food-Tech-Bereich bedeutet, dass wir die Stoffe, aus denen unsere Nahrungsmittel sind, nämlich hauptsächlich Proteine, aber auch Fette, Bindemittel und so weiter, dass wir die künstlich herstellen. Dass wir die eben beispielsweise die tierischen Proteine, Eiweiße, ersetzen durch Eiweiße, Proteine, das nennt sich alternative Proteine, aus Pflanzen. Oder sie ganz und gar künstlich herstellen. Und deshalb ist da, also weil das der ganz klare Trend ist und weil es diese Technologien schon gibt und jeder weiß, die werden ganz wertvoll in der Zukunft, weil anders kriegen wir die Leute nicht ernährt. Deshalb gibt es so eine Dynamik in dieser Welt. Also, zurück zu Rachel. Dieses Monster, dieses Ungetüm an Maschine sieht inzwischen so aus. Nach 2 Jahren oder 2,5 Jahren sieht es so aus. Also ist ein netter, wie soll ich sagen, also das kann man ins Restaurant stellen. Ja? Das ist ein 3D-Printer. Hier, da stehen 2 nebeneinander, seht ihr hier. Die sind für Restaurants gemacht. Rachel hat gerade einen großen Vertrag abgeschlossen mit Sodexo. Sodexo ist das größte Catering-Unternehmen der Welt. Unter anderem beliefern die oder betreiben die all die Kantinen und Mensa-Einrichtungen, also Mensen, in den amerikanischen Universitäten, in den Colleges, und zwar in allen. Und sie hat gerade einen großen Vertrag mit Sodexo abgeschlossen. Ziel des Vertrages, dass in jedem College, in jeder amerikanischen Universität 3D-Drucker, Fleischdrucker stehen. Beginnend dieses Jahr, dann brauchen wir noch 1-2 Jahre, bis das wirklich flächendeckend ist. Und dann stehen die überall und man kann sich bestellen, sozusagen man bestellt sich per App sozusagen sein Stück Fleisch. Das wird gedruckt, das Drucken dauert nicht ganz 5 Minuten, also weniger als 5 Minuten. Und man kann selber bestimmen, wie viel Proteine sollen da rein, wie viel Fette sollen da rein, was soll da noch so rein, was fehlt in meinem Körper gerade, ja? Soll das gut durch sein oder also well done oder ist das eher ein bisschen, mag ich es eher ein bisschen blutig und so weiter und so fort. Also absolut individuell. Sie rechnet damit, dass, und das ist jetzt gerade bei meinem letzten Besuch in der letzten Woche herausgekommen, sie rechnet damit, dass sie ungefähr noch 3 Jahre braucht, um die Restaurantketten in der Welt mit ihren 3D-Fleischdruckern zu beliefern sozusagen, also die stehen dann in 3 Jahren quasi überall und dann geht es in die Küche, also in unsere ganz privaten Küchen, dann muss das Ding natürlich ein bisschen kleiner werden, ist klar, ja, weil so ein Monster stellt sich niemand in die Küche, aber sie sagt, das hat dann so die Größe einer Mikrowelle und dafür braucht sie dann nochmal 3 Jahre länger, also sozusagen heute plus 6 Jahre nach ihrer Prognose habt ihr einen 3D-Fleischdrucker in der Küche stehen. Und das ist nur der Anfang. Aber es ist ein ganz, ganz schmackhafter Anfang. Hier seht ihr mal, ich gehe mal hier aus dem Bild. Das sind die Burger, die ich gekostet habe. Und die 12 Leute, die mich begleitet haben, auch. Und die haben richtig reingehauen. Ja? Also wir haben diese Burger mit Schweinefleisch bekommen, wir haben sie mit Rindfleisch bekommen und wir haben sie mit Putenfleisch bekommen. Das heißt, jeder von uns hat mindestens, einige haben mehr gegessen, aber jeder von uns hat mindestens 3 dieser Burger gegessen. Warum? Es schmeckt.
Ja? Nicht, dass es irgendwie komisch schmeckt, nein, es schmeckt besser. Also ehrlich gesagt, ich finde es sogar besser als, also definitiv besser als McDonald's und so, ja. Aber ich fand es sogar besser als die Burger bei so wirklichen Burgerhäusern, Burgerrestaurants, weil es war einfach vom Geschmack her besser und die Konsistenz war super, es war saftig. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, das ist eigentlich die Geschichte, die ich euch schon ein paar Mal erzählt habe. Jetzt kann ich sie mit ein paar Bildern versehen. Jetzt geht es weiter. Jetzt kommt die zweite Geschichte. Schaut mal hier. Ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann. Aber was man zum Druck von Fleisch braucht, ist, sind erstens Proteine, ja? Zweitens Fett. Also so, da hat man so kleine Kästen in diesem Drucker, da oben in der Oberfläche, so kleine Kästen. Einer hat Proteine drin, der andere hat Fette drin, dann gibt es so ein Bindemittel und noch ein paar andere Zutaten sozusagen. Und diese Proteine, da ist die Frage, wo kommen die her? Im Augenblick kann man sie aus Pflanzenproteinen machen, ja, aus Soja, aus Erbsen, aus Kichererbsen. Kichererbsen ist übrigens das Beste, weil da im Augenblick jedenfalls das Beste, weil das hat am wenigsten Beigeschmack, Nachgeschmack. Einige versuchen es aus Insekten, diese Proteine zu gewinnen. Auch das geht. Das hat einen gewissen Vorteil in der, also wenn man es weltweit betrachtet, weil Grasshoppers, also Grashüpfer sozusagen, gelten beispielsweise in der arabischen und in der jüdischen Welt einerseits als koscher, andererseits als halal. Das ist ein wichtiges Argument sozusagen. Ja? Also kurz gesagt, diese Proteine können auch aus Insekten kommen, aber unsere Prognose als Zukunftsforscher ist, dass sie hauptsächlich in der Zukunft dadurch kommen werden, dass man aus einem Tier, was lebt, ein paar Zellen entnimmt, das ist einfach nur zack, raus, die in einen sogenannten Bioreaktor hineintut. Und aus diesen wenigen Zellen werden sozusagen viele gemacht in diesem Bioreaktor. Und das ist das Zweite, worauf ich euch hinweisen will. Ein anderes Startup, was wir besucht haben, das heißt Mythos, das seht ihr hier oben, ja, Mythos, was sich darauf fokussiert hat, diese Zellen, und zwar tonnenweise, in riesigen Bioreaktoren zu machen. Da muss ich euch darauf hinweisen, dort sind wir noch nicht. Also das gibt es noch nicht. Aber ihr seht hier auf diesem Zeitstrahl, wann wir soweit sein werden oder wann die sich vornehmen. Und ihr seht hier unten sogar auch, wie viel Geld es kostet sozusagen. Ja, hier, ich gehe mal aus dem Bild, hier hinten sind die 20 Millionen, da wird es ein bisschen teuer. Aber das Ergebnis wird ein interessantes sein. Also lange Rede, kurzer Sinn, in 5 Jahren, das zeigt dieser Zeitstrahl, in 5 Jahren werden wir wir rechnen damit, ungefähr 35% des Fleisches auf der Welt aus Bioreaktoren haben. Und Bioreaktor, das klingt jetzt so ja, wie Atomreaktor oder sowas, hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, sondern ist halt Fleisch. Es sieht genauso aus, es schmeckt genauso wie bei diesem Burger, ja, so wird das auch bei Steaks sein. Und das kann man jetzt sozusagen durchgehen. Das gilt im Prinzip für alle Arten von Lebensmitteln. Was ihr hier seht, das ist jetzt ein anderes Start-up, auch aus dieser Israel-Reise. Hier unten gibt es Chicken Nuggets. Ja, das hat sehr, sehr gut geschmeckt. Chicken Nuggets übrigens, das ist ein Start-up, was nicht in Tel Aviv ist, sondern wenn ihr hier hinten hinschaut, das sind die Palästinensergebiete. Also das ist direkt an der Grenze sozusagen zwischen Israel und den Palästinensergebieten, aber noch im israelischen Raum. Und das ist nun wieder noch eine andere Technologie, die wird nicht durch 3D-Drucker hergestellt, da gibt es auch verschiedene Technologien. Das, was ich euch einfach nur sagen möchte, ist, da bewegt sich so viel in diesem Raum. Also wenn ihr euch fragt, wie werden wir in Zukunft, in 10 Jahren beispielsweise, 2030 ungefähr, wie werden wir essen, was werden wir essen, werden wir durch unser Essen, durch diese Massentierhaltung und so weiter, weiter die Umwelt kaputt machen, die Antwort ist nein, wir werden es nicht machen, weil all die Technologien, die wir brauchen, um das nicht mehr zu machen, sind hier schon unterwegs und man kann sie schon kosten und sie schmecken. Also dieses Chicken Nuggets, so die richtigen Chicken Nuggets, ich meine jetzt nicht die von McDonald's, sondern die wo man auch noch so Fasern, Fleischfasern spürt, ja, die kann man inzwischen auch
künstlich herstellt. Also man kann künstlich nicht nur irgendwie irgendwelches Fleisch zusammenpappen, so Hackfleisch, ja, sondern auch Fasern herstellen und so weiter. Die Maserung, die Textur von Fleisch kann man inzwischen durch Technologie herstellen. Und was man auch herstellen kann, was aber noch nicht schmeckt, deshalb steht hier ganz oben Prototyp, ja, das ist sozusagen Aufschnitt. Also das sind hier Wurstscheiben, ja, also Cold Cuts, wie es auf Englisch heißt, Wurstscheiben. Das hier sind Käsescheiben. Und ihr seht, dass die ein bisschen dunkel aussehen. Also da ist noch Verbesserungsbedarf. Und ehrlich gesagt, dieser Käse, der ist auch noch ein bisschen wie Gummi. Da muss noch ein bisschen was dran gemacht werden. Also da sind wir noch nicht ganz fertig. Aber wenn man sich anschaut, wo wir in den letzten 2 Jahren hingekommen sind und da jetzt noch mal 2 Jahre drauf tut, dann ist die Prognose sehr, sehr einfach, dass wir auch künstlich hergestellten Käse haben werden, also sowas, künstlich hergestellte Wurst haben werden, künstlich hergestellten Joghurt haben werden. Auch den kann man übrigens schon essen. Joghurt hat was mit Milch zu tun, ja, also künstlich hergestellte Milch, nicht aus der Kuh, keine Kuhmilch, sondern genau auf diese Weise künstlich hergestellt, schmeckt super gut. Dieser Joghurt, hier seht ihr, das ist hier meine Hand, ja, wie ich gerade den Löffel halte und da irgendwas rauslöffe. Dasselbe hier daneben, diese Dose daneben, das ist Schmierkäse. Hier oben diese Dose, diese braune, das ist Schokopudding. All das schmeckt perfekt und ist künstlich hergestellt. Keine einzige tierische Zutat sozusagen darin. Also jedem Veganer, jeder Veganerin geht sozusagen das Herz auf bei dieser Sache. Aber es ist eben hauptsächlich, und das ist der Punkt, hauptsächlich nicht für Veganer gedacht, die das eh schon so leben, sondern für die sogenannten Flexitarier. Flexitarier sind Menschen, die durchaus Fleisch essen, aber ihren Fleischkonsum oder überhaupt ihren Konsum sozusagen aus tierischen Lebensmitteln ein bisschen reduzieren möchten. Die essen das weiter, natürlich, die mögen das. Aber warum müssen denn dann Tiere für sterben? Also reduzieren. Das ist die hauptsächliche Zielgruppe. Und jetzt seht ihr hier im Hintergrund dass das auch für Ei geht. Also man kann inzwischen auch Ei künstlich drucken. Und das, also Eiprodukte, Eiweiße, die dann benutzt werden in Kuchen, in Muffins, all das haben wir gegessen. Und hier seht ihr den aktuellen Stand von ausgedrucktem Spiegelei. Also das ist nicht ein Ei in die Pfanne und so, sondern das ist durch einen 3D-Drucker ausgedruckt. Es schmeckt, muss man auch sagen, noch nicht exakt wie heutiges Spiegelei. Es schmeckt nicht ganz so gut, aber ihr seht sozusagen das Zusatzfeature, was kommt, wenn Ei gedruckt wird, nämlich das Eigelb kann wandern. Seht ihr in diesem kleinen Film hier, wie das sozusagen, hier oben hat es gestartet, jetzt wandert es hier hinunter. Ja? Sowas passiert auch, wenn man tatsächlich Lebensmittel, in diesem Fall Nahrungsmittel, in diesem Fall Spiegeleier ausdrückt. So, ein anderes Thema. Wir haben auch Universitäten besucht, besonders eine Universität, und haben uns angeschaut, was dort die neuesten Patente sind, was sozusagen noch nicht in Startup-Form kommt, aber vielleicht in 2, 3 Jahren in Startup-Form kommen wird. Wir waren in Gewächshäusern und haben gesehen, wie Forscher in Gewächshäusern, also bei Pflanzen, Getreidepflanzen beispielsweise, wie sie Gene in diesen Pflanzen ein- und wieder ausschalten. Und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder die anderen ein bisschen komisch, weil so genveränderte Pflanzen mögen wir ja meistens nicht. Aber in einer Welt, die 10 Milliarden Menschen ernähren muss, die definitiv in den nächsten Jahren vom Klima her wärmer wird, egal ob wir das jetzt mit dem Klima hier in den Griff kriegen, diese Welt wird 2 bis 3 Grad wärmer werden, brauchen wir anderes Getreide. Brauchen wir Getreide, das sozusagen widerstandsfähig ist gegen Dürre beispielsweise, ja, oder widerstandsfähig ist gegen viel Wasser plötzlich und so weiter und so fort. Und das hat was mit Genetik zu tun, und deshalb arbeiten die Wissenschaftler ganz, ganz extrem daran, Getreidepflanzen zwar gentechnisch zu verändern, aber möglicherweise nicht für die ganze Zeit. Also nur zu bestimmten Zeiten, wenn gerade 2 Wochen Dürreperiode ist, die Gene anzuschalten, die diese Pflanze dazu bringen, dann nicht zu vertrocknen. Und wenn sie wieder Wasser kriegt, wenn sie wieder natürlich Wasser kriegt, dann diese Genveränderung wieder auszuschalten. Ganz interessantes
Ein ganz interessantes Projekt für mich und eine der Voraussetzungen aus meiner Sicht, dass wir tatsächlich es schaffen, dass in ein paar Jahren wir 10 Milliarden Menschen auf der Erde ernähren können. Und dieser Mensch, das ist ein Professor aus der Technischen Universität in Tel Aviv, der hat mich am meisten beeindruckt, weil der setzte sich hin und sagte, also vor uns 12 Leute, und sagte, wissen Sie, eigentlich bin ich Bauer. Und da habe ich mir gedacht, welcher deutsche Professor, welcher deutsche Fraunhofer-Chef, also Chef eines Fraunhofer-Institutes, würde sich hinsetzen und sagen, wissen Sie was, ich bin Bauer. Ja? Würde keiner machen. Der setzt sich hin und sagt, ich bin Bauer und weil ich Bauer bin, ich komme aus einer Bauernfamilie, mein Vater hat einen Hof und was weiß ich und baut da irgendwie Getreide und Wein und irgendwelches Zeug an. Und weil es mir darum geht, den Bauern ein besseres Leben zu geben, habe ich mir überlegt, dass wir Wasserstoff produzieren können, und zwar, dass Bauern Wasserstoff produzieren können, und zwar auf eine besondere Art und Weise. Das hat etwas mit Algen zu tun. Algen produzieren Wasserstoff. Das sind dann so große Bottiche, die nebeneinander stehen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Der hat etwas gemacht, was vor ihm noch keiner geschafft hat. Er hat die Photosynthese überlistet. Photosynthese, erinnert ihr euch noch, ja? Sozusagen, es wird Energie produziert, ja, es wird Energie produziert aus Sauerstoff und Licht. Der hat es ein bisschen überlistet insofern, als dass die Photosynthese immer nur ein ganz kurzer Prozess ist. Also sobald es losgeht, Sauerstoff und Licht, dann hat das eine große Wirkung und dann geht die Kurve, die Wirkung gleich wieder runter. Und der hat die Wirkung länger gemacht, was dazu führt, dass es nur nach seiner Berechnung 0,6% der Fläche des Landes Israel braucht, um die komplette Mobilität, also Automobilität des Landes Israel durch Wasserstoff, also durch produzierten, auf 0,6% der Fläche produzierten Wasserstoff herzustellen. Nebeneffekt, die Bauern, die bisher durch ihre bisherige Tätigkeit ungefähr 16.000 US-Dollar pro Hektar verdienen, ist so, sagt er, kennt er von seinem Vater, 16.000 Dollar pro Hektar verdient der. Die können auf diese Weise 680.000 Dollar verdienen. Und er sagte, da bin ich gern Bauer. Ja? Und dafür arbeite ich. Also das hat mich sehr, 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 sehr beeindruckt. Und dann hat er noch eine Kollegin uns vorgestellt. Diese Kollegin hat etwas gemacht oder hat meinen Horizont erweitert, könnte man sagen. Die hat uns nämlich gezeigt, dass Pflanzen sprechen, Geräusche, Sounds von sich geben. Hat bisher niemand gewusst in der Welt, dass Pflanzen tatsächlich sprechen, aber sie tun es. Und schaut mal hierher, das ist sozusagen der Frequenzbereich, also der Frequenzbereich, den Fledermäuse hören können. In diesem Frequenzbereich sprechen Pflanzen. Und dieses Sprechen, ich habe das gehört, also man kann das sozusagen auch in den menschlichen Hörbereich dann transformieren, das klingt ein bisschen so wie poppendes Popcorn. So. Ja? So sprechen Pflanzen. Und wann sprechen Pflanzen? Wenn sie unter Stress stehen. Also wenn es zu trocken ist beispielsweise. Oder wenn sie abgeschnitten werden. Also wenn man Pflanzen unter Stress stellt, dann fangen sie an zu sprechen. Und was hat das jetzt für einen Sinn? Also ist erstmal eine Horizonterweiterung, eine Erkenntnis, aber was hat das für einen Sinn? Naja, der Sinn ist ganz einfach. Wenn wir das hören können, durch Technologie natürlich, wie Pflanzen sprechen, dann können wir sozusagen, wenn man so will, individuell für jede Pflanze das beste Umfeld schaffen. Also können am meisten aus dieser Pflanze herausholen. Das wiederum führt dann zu einer einer Landwirtschaft, die wir Precision Agriculture nennen, also präzise bis auf eine Pflanze heruntergebrochene Landwirtschaft. Und dann, auch das ist natürlich technologisch gesehen eine Methode, wie wir es schaffen werden, 10 Milliarden Menschen auf der Welt zu ernähren. Letztes Bild, was ich euch vorstellen möchte, ein letzter Mensch, den ich euch vorstellen möchte. Das ist sozusagen der Grand Seigneur der Sports-Tech-Szene. Also, jetzt geht es nicht um Food, sondern jetzt geht es um Sport. Was hat er gemacht? Sein Name
ist Miki Tamir. Der hat in seinem Leben bisher 7 Unternehmen gegründet. Und das sind alles Unternehmen, die die Sportübertragung, also beispielsweise die Fußballübertragung, die Technologie dahinter quasi revolutioniert haben. Also wenn du dich vielleicht fragst, wenn so Champions League oder Bundesligaspiel ist, woher die Sportreporter wissen, so diese ganzen Statistiken, ja, diese ganzen ad hoc in Echtzeit Statistiken wissen. Oder wie es eigentlich möglich ist, dass man ein Fernsehbild eines Spiels hat und plötzlich werden die Spieler, die echten Spieler, werden zu Figuren und die kann man dann so auf irgendwelchen hin und her ziehen und da kann irgendwelche Experten irgendwas erklären. Das ist alles seine Technologie. Also die Champions League arbeitet mit seiner Technologie, die Bundesliga arbeitet mit seiner Technologie und so weiter. Und den habe ich getroffen. Und er hat mir seine, und ich habe ihn natürlich gefragt, du, was glaubst du, was da in den nächsten 10 Jahren entsteht und woran arbeitest du gerade? Und da hat er mich eingeladen in sein Labor und hat mir gezeigt, woran er jetzt gerade arbeitet. Und vielleicht werde ich da auch mit rein investieren sozusagen in dieses neue Startup. Ich will es euch schon mal sagen, was es ist. Hier oben könnt ihr es vielleicht lesen. Es ist ein Kamerabot. Die Grundidee ist ganz einfach. Wir kennen doch alle das Selfie-Machen. Ja? Also Menschen halten ihr Handy hier hin und machen ein Selfie von sich. Und die Menschen, die das, also Prominente, beispielsweise hier einer der besten Basketballer Israels oder Fußballer oder TikTok-Stars, ja, oder Influencer, wie auch immer sie alle heißen, die machen das ja professionell. Die machen das quasi jeden Tag und so weiter und so fort. Und Miki hat sich die Frage gestellt, was ist eigentlich die Zukunft des Selfies? Und die Antwort auf die Frage, was ist die Zukunft des Selfies, ist, du nimmst dein Handy, du hast dir eine ganz normale, handelsübliche Drohne gekauft, also so ein Ding, was es da bei Mediamarkt, Saturn, wie sie alle heißen, irgendwie zu kaufen gibt. Und er macht gerade eine Software, die 2 Dinge macht. Erstens steuert sie die Drohne. Also stell dir vor, du bist Basketballer, hier, stehst da, wo der steht, machst das, was er macht, nämlich der gibt jetzt dieser Drohne, durch diesen Finger gibt er dieser Drohne ein Kommando, nämlich verfolge mich sozusagen, ich werde jetzt auf den Korb zudribbeln, werde irgendwelche spektakulären Moves machen und dann einen Dunk. Und du, Kamera, also du Drohne, Kamera in der Drohne drin, du folgst mir, nicht nur hinter meinem Rücken, sondern du gehst so um mich herum, dass die spektakulärste Aufnahme entsteht. Und am Ende, wenn ich danke, dann schaust du von oben sozusagen da drauf. Also, lange Rede, kurzer Sinn, diese künstliche Intelligenz, die Miki gerade programmiert, im Zusammenspiel mit Drohnen, das sind sozusagen die Selfies der Zukunft. Also stell dir bei Selfie der Zukunft nicht vor, du nimmst dein Handy und machst so, sondern stell dir vor, du nimmst dein Handy, nicht da hoch, sondern irgendwo hier, machst und dann fliegt eine Drohne in einem spektakulären Move um dich herum und macht einen coolen, kurzen Clip von dir. Selfie der Zukunft, Grand Seigneur der Sports-Tech Szene arbeitet gerade daran. Das war sozusagen die Kurzzusammenfassung über die Zukunftsmacher in Tel Aviv. Wenn es dich mehr interessiert, wenn es dich länger interessiert, dann schau bitte in meinen nächsten Jansky Day hinein. Da kommen wieder 2 Tage, wo ich an 2 Tagen von 10 Uhr bis 18 Uhr, wirklich 2x8 Stunden, meistens geht das sogar noch ein bisschen länger, ganz intensiv die Zukunft erkläre. Und nicht nur die Zukunft erkläre, also was die anderen so machen, sondern auch erkläre, mit welchen Methoden du, jeder von uns, seine eigene Zukunft in die Hand nehmen kann, sich verbinden kann mit all diesen Zukunften, selber entweder ein Startup gründen kann und da was mitmachen kann oder in seinem Unternehmen für sein Leben seinen bestmöglichen eigenen Zukunftsweg bestimmen kann. Dafür gibt es wissenschaftliche Methoden, erkläre ich alles in diesen Zukunftstagen. Also wenn dich diese Themen, von denen ich gerade geredet habe, interessieren, dann schau bitte, wann ist der nächste Jansky Day und dann melde dich an, das ist immer kostenlos, melde dich an und du kriegst 2 Tage ganz kompakt all die Zukunft, die man heute von einem Zukunftsforscher bekommen kann. Und einen letzten Gedanken habe ich noch. Hast du auf diesen Bildern, die ich gerade gezeigt habe, ist dir irgendwas aufgefallen? Ich sage dir, was mir aufgefallen ist. Ich habe in Israel in der letzten Woche ungefähr 25 Startups besucht. Also es waren, genauer gesagt, es waren 23 und dann abends hatten wir noch Dinner-Veranstaltungen, wo dann noch ein paar Startup-Gründer dazu kamen. Also insgesamt waren es mehr als 25. Von diesen Startup-Gründern
waren, ich habe jetzt keine Strichliste geführt, aber waren definitiv mehr als die Hälfte und ich würde sogar sagen mehr als zwei Drittel, waren über 50 Jahre alt. Mickey ist, ich weiß nicht, wie alt er wirklich ist, aber ich glaube, also definitiv über 70. Und die anderen waren irgendwie so zwischen 50 und 70. Und warum erzähle ich das? Weil mir die ganze Zeit, die ganze letzte Woche, als ich in Tel Aviv die Zukunftsmacher Israels getroffen habe, durch den Kopf ging, was machen eigentlich in Deutschland die Menschen zwischen 50 und 70? Ist mein Eindruck richtig, dass die meisten über 50-Jährigen in Deutschland das Gefühl haben, jetzt bereite ich mich mal so langsam auf die Rente vor? Ja? Also, oder anders gesagt, der Gipfel meiner Schaffenskraft, der Gipfel meines Lebens ist erreicht, jetzt bereite ich mich so mal langsam darauf vor, dass es so ein bisschen ausfadet. Falls dieser Eindruck stimmt, dann haben wir hier in Deutschland ein echtes Problem. Weil in anderen Ländern ist es anders. Wenn zwei Drittel der besten Unternehmensgründer, der vielversprechendsten Zukunftsmacher in Israel über 50 Jahre alt sind und eben in diese Zukunft ihre Erfahrungen mit einbringen und ein bisschen Geld auf dem Konto haben und so weiter, und bei uns überlassen wir das den 20- bis 30-Jährigen, die da irgendwie gerade von der Uni kommen, dann haben wir in diesem Land ein echtes Problem. Und deshalb möchte ich ganz besonders diejenigen von euch, die irgendwie in diesem Alter sind, zwischen 50, 60, vielleicht bis zu 65, und die das Gefühl haben, Mensch, das kann doch noch nicht alles gewesen sein in diesem Leben, dass das jetzt ab jetzt ausfadet, das Leben, das ist doch nicht richtig. Im Gegenteil, ich habe noch 40, 50 Jahre vielleicht vor mir, wenn wir an das glauben, was die Medizintechnologie uns verspricht. Also, wenn du dazugehörst und auch den Gedanken hast, das kann noch nicht alles gewesen sein, dann lass uns bitte darüber sprechen, was das bestmögliche Zukunftsbild für dich ist. Das bestmögliche Zukunftsbild für dich, und das sage ich dir so, wie es ist, ist nicht die Rente und auch nicht die Teilzeitrente und schon gar nicht die Grundrente. Dein bestmögliches Zukunftsbild sieht anders aus. Und wenn du dich dafür interessierst, dann schau in diese Jansky Days hinein oder schau in meine Webinare hinein, in denen ich erkläre, wie man sich sein bestmögliches Zukunftsbild, wie man das erkennt und dann am Ende auch erreicht. Und dann sehen wir uns an irgendeiner dieser Stellen wieder. So viel für heute. Das waren die Zukunftsmacher in Tel Aviv. Nächste Woche an dieser Stelle wieder die Zukunftsmacher aus Deutschland. Hab eine große Woche und eine große Zukunft.